klassisch, Bauschaum rein, wird aufzustellen. Geil. Hier wieder ein Objekt, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, mitten in der Stadt, also Nordphiladelphia, an einer stark befahrenen Straße, Lehigh und 22. Hier handelt es sich um ein drei Schlafzimmer, ein Badezimmerhaus mit 109 Quadratmetern. Der Deal kam von einem Wholesaler bzw. Makler. Er will für dieses Haus $84.999 haben. Hier haben wir den zerstörten Traum eines Flippers, wie es ausschaut. Das hier ist so laut Makler zu 75% fertiggestellt. Laut Realität nicht. Ich glaube, hier schläft noch jemand, aber das kann auch der Bauarbeiter sein, um die Materialien zu beschützen, die hier gelagert sind. Oder hier ist schon ein Mieter. Squatter-Alarm. Wie man es nimmt. Also die Wände haben sie schon mal gemacht gehabt. Und schon wieder eine Spiegelwand. Das ist irgendwie so ein Motto hier. Der Fußboden hier, der ist irgendwie das Originalholz, glaube ich. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die Wände hier haben sie schon mal gemacht gehabt. Also alles schon mal so ein bisschen angefangen. Die Küche hat wieder hier so eine Durchreiche mit einem spannend gemachten Countertop. Also hier diese Arbeitsoberfläche, die ist einfach mal dran gefliest, drauf gefliest. Da hat jemand einfach mal ein paar Fliesen geklebt, um sich einen Countertop zu sparen. Die Küche hier ist interessant. Toll ist es nicht. Arbeitsplatte ist hier auch gefliest. Da hinten liegt noch Holz. Naja, ältere Cabinets. Könnte man aber so eigentlich fast wiederverwenden. Klingt komisch, ist aber so. Im Endeffekt müssen die nur geschliffen und gemalert werden, dann ist es auch okay. Hinten draußen. Da steht ein riesengroßer Baum. Also dieser Baum ist circa 100 Jahre alt. Der ist echt groß, aber hat irgendwie noch keine Wurzeln hier im Haus drin geschlagen. Gehen wir mal in den Keller runter. Hier unten riecht es ein bisschen nach Öl. Das liegt an dem vergammelten Öltank. Diese Pflanze hier im Fenster, die kann ich auch nicht verstehen, wieso wächst die drin? Hinter der Scheibe. Hier haben wir eine AC-Unit. Die sieht jetzt nicht so alt aus. Ist auch mit Gas. Also von daher verstehe ich den Öltank noch weniger. Elektrowasserheizer. Und hier der feuchte Traum jedes Elektrikers. Ein Panel, Elektropanel, aber zum Glück ist es offen, da sieht man noch ein bisschen was. Ein paar alte Kabel sind dabei. Aber wichtig ist 200 Amps. Das heißt, hier kann man ein paar mehr Klimaanlagen in diesem Haus laufen lassen, ohne dass irgendwie immer die Sicherung rausfliegt. Schauen wir uns das Ganze hier mal oben an. Auch hier wieder Subfloor, alter Floor, drüber gefliest. Na gut. Auf jeden Fall gut dran getüttelt, das hat was. Und auch hier, wie viele Schichten Fußboden ziehst du hier? Treppe, Subfloor, Floor 1, Floor 2, Floor 3. Really? Ja, ein bisschen LVP oben drauf geklebt. Und hier haben wir diesen riesen Baum, der ist mindestens 100 Jahre alt. Also das ist echt ein Oschi. Den fällst du nicht so schnell. Ja, die Nachbarschaft sieht wild aus, aber das ist nicht so wild im Prinzip, weil die Lage ist okay, da kann was werden. Dann haben wir hier noch das zweite Schlafzimmer. Das ist das Ventilationssystem, was da hochkommt. Hier geht es dann ins Badezimmer. Hat was, oder? Das hat was hier. Ja, nochmal ein romantisches Oberlicht hier. Ja, da hat sich auch wirklich einer versucht. Sonst haben wir drinnen noch die alten Fliesen. Ah, you are beautiful. Und hier das dritte Schlafzimmer. Schön hell. An der Lehigh Avenue hier in Nordphiladelphia gelegen, also da vorne ist die Lehigh. Das hier ist die 22. Straße. Das hier ist ein Medical Center. McDonald's ist fußläufig.
Ja, die Nachbarschaft ist spannend hier. Oh, und das hier ist wie in Europa auch. Wenn die Steckdose außen schwarz ist, gibt es Ihnen ein Problem. Also Vorsicht, nicht anlecken. Spannendes Haus, oder? Cool. Jetzt bin ich gespannt. Schreib du mir mal einen Preis in die Kommentare unter das Video, von dem du glaubst, dass man damit so eine Renovierung hinkriegt und das Haus vermietbereit bekommt.